Eintracht Frankfurt konnte das Hinspiel für sich entscheiden und somit war es eigentlich eine Pflichtaufgabe gegen den FC Flora Tallinn, hier zu Hause dann diese Qualifikationsrunde zu überstehen. Paciencia mit dem Ballgewinn kurz vor dem 16er, der Estländer Kostic mit der Flanke, Ante Rebic, der erste Abschluss war schon mal da, nicht wirklich gefährlich, aber zumindest ein Anzeichen, in welche Richtung es hier gehen soll. Und so führte sich das Ganze auch fort, die Gäste sehr defensiv und Frankfurt mit den Möglichkeiten. Ante Rebic nach Flanke von Danny da Costa mit der Direktabnahme, sehr schön gemacht. Flanke übrigens nicht von da Costa, der hatte die Vorlage zur Flanke gegeben. Lucas Torro im Endeffekt derjenige, der den Ball reinbringt. Die war stark geschlagen, Rebic schöne Direktabnahme, aber ohne Erfolg. Doch die Frankfurter blieben dran. Philipp Kostic mit dem rechten Fuß drischt da den Ball rechts rein. 31. Minute, das hochverdiente 1:0 für die Eintracht. Nicht zu halten, wuchtiger Schuss, Igonen war überwunden, der einige starke Taten im Hinspiel zeigen konnte. Nochmal die Möglichkeit zu einem Treffer vorm Seitenwechsel. Lucas Torro mit der Übersicht, Philipp Kostic schon wieder. Der wird doch nicht, nein, legt diesmal rüber zu Torro. Er hat im Hinspiel ein schönes Tor geschossen, aber hier visierte er nicht zielstrebig genug an. Nach 45 Minuten ein hochverdientes 1:0 von den Gästen kam nach vorne nahezu nichts zustande. Felix Wiedwald im Kasten der Frankfurter komplett beschäftigungslos. Im zweiten Durchgang zunächst das gleiche Bild. Mijat Gacinovic verliert dann den Ball erst an Kusk, aber Kor erobert ihn für seinen Kameraden zurück. Philipp Kostic, Gacinovic und dann Lucas Torro. Doch Kusk ist dazwischen, verhindert so Schlimmeres. Ansonsten wäre er sicherlich gefährlich auf den Kasten gekommen. Wiedwald mit dem weiten Abschlag und wieder ein Fehler bei den Estländern. Rebic zu Danny da Costa und der schießt da drauf. Igonen pariert. Gefährlicher Ball, senkt sich relativ spät. Doch Igonen schätzt das Ganze richtig ein. Danny da Costa, diesmal mit der Flanke. Kusk, Lucas Torro verteidigt den Ball und sieht den mitgelaufenen Dominic Kor. Doch das wirklich ganz entscheidende 2:0 wollte noch nicht her. Und so zumindest ein minimales Zittern. Jetzt mal eine Standardsituation für die Gäste. Auch nicht schlecht. Livak mit dem Kopfball aus spitzem Winkel. Der geht dann aber nur ans Außennetz. Und die letzte Gefahr war damit auch beseitigt. Eintracht Frankfurt gewinnt mit 1:0, sogar noch deutlich zu niedrig. Sie lösen diese Pflichtaufgabe, ziehen in die nächste Runde ein und Flora Tallinn hatte europäisch nur sehr kurzen Spaß.